Hallo Leute, ich grüße euch und ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Sherlock Holmes Crimes and Punishments. Ich muss mir die Ansage auch nochmal ein bisschen durchlesen oder ein bisschen angewöhnen. Gut. Liam Hurtley. Na, guter Mann, wer sind Sie denn? Please escort this suspect for interrogation. Allow me to introduce myself. My name is Sherlock Holmes. I would like to ask you a few questions. I've already told the police that I've nothing to say. And you're not even part of the police. Precisely. And considering your situation, it might be wise to speak with someone who is, shall we say, rather more neutral. You are a suspect in a murder case. I know. Inspector Lestrade told me. It's ridiculous. Could you at least tell me who you are, and exactly what happened that you should be brought here? My name is Liam Hurtley. That I can tell you, but you're not getting any more than that. Well, we shall see. Alles klar, da werden wir den Kollegen mal untersuchen. Und zwar mit unserem detektivischen Blick. So, was haben wir denn? Ah, hier, eine Narbe am Hals. Eine alte Narbe. Man muss immer ein bisschen genau gucken. Ah, hier. Taschentuch mit Haubenmeise. Alles klar. Pflanzenreste. Und schmutzige Finger. Hände eines Gärtners. Aha. That's all for now. Mein lieber Mr. Hurtley. Sie sind ein Schwein. Sekunde. Wir lesen uns mal das Journal durch. Lieben Hurtley. Ist ein Fremder, der von der Polizei verhaftet wurde, weil er zu später Stunde in der Nähe von Woodman's Lee herumstreunte. Entschuldigung. Er ist ein ehemaliger Soldat, der nach einer Nackenverletzung durch einen Granatsplitter ehrenhaft aus dem Dienst entlassen wurde. Er führt mittlerweile ein ruhiges Leben als Gärtner. Ah, okay. Gut, Brief voller Flecken. Der Brief, den Hurtley bei seiner Verhaftung bei sich trug, er ist nahezu vollständig mit Tintenflecken übersät. Okay. Okay, damit könnten wir noch mit dem. Please escort this suspect for interrogation. Da könnten wir ihn nochmal anquatschen. Einbruch. Warum bist du eingebrochen, mein Freund? Tell me, Mr. Nelligan, what exactly were you hoping to find inside Peter Carey's cabin? I was trying to find some information about my father. Cool. Okay. Er wollte Informationen finden, die Wertpapierfetzen. I assume you had another purpose, to retrieve the bond certificates. Am I correct? Yes. I discovered some time ago that a few of the missing securities had reappeared on the London market. You can imagine my amazement. I spent months trying to find them. And at last I discovered that the original seller had been Captain Peter Carey. These papers, they belong to my family, but I could not find them there. That's all for now. Well, I will see you soon, young man. Tja. Nachforschung über Verdächtigen. Wie? Behörraum, Skotillian Empfang. Liam Hurtley ist ein ziemlich harter Brocken. Was versucht er zu verheimlichen? Das werden wir herausfinden. Aber erstmal ab in die Baker Street.
Baker Street 92B ist das, glaube ich. Ah, hier. Kein Gärtner. Einbruchsversuche. Nein. Fehlende Wertpapiere. Ah, okay. Eine neue Herleitung. Die Einbruchsversuche schon. Suche. Nelligan war auf der Suche nach den Wertpapieren seines Vaters in Peter Curry's Hütte. Das erklärt seine Anwesenheit am Tatort. Und wir erhalten eine Verbindung. Okay. Durch Zufall gefunden. Es tut mir leid. Gut. Dann gehen wir jetzt mal bei. Und spielen so ein bisschen Chemie im Baukasten. Hörtlichs Brief wiederherstellen. I need to prepare a chemical agent that is capable of removing fresh ink. For this purpose, the chemicals from the flasks should be combined in a certain order to perform a chain reaction. First condition, all 7 reagents should be used. Second condition, orange reagent should be the third one in the sequence after the blue reagent. Third condition, colorless reagent should be added after the orange reagent. Ach du liebes bisschen. Okay. In die Lösung. So, und jetzt ist halt. Wir müssen. First condition. All 7 reagents should be used. Second condition. Orange reagent should be the third one in the sequence after the third condition. Okay. Blau, orange muss als drittes kommen. Das ist 1, 2, 3. Okay. Nehmen wir mal grün. Weil das ist irgendwie hier gar nicht aufgelistet. Dann nehmen wir nochmal. Nee. Nein, nein. Dann nehmen wir farblos. Dann muss orange rein. Würde ich jetzt vermuten. Nochmal orange. No, something isn't right. I need to start the reaction from the beginning again. Ach, verdammt. Ach, ich könnte das auch überspringen, aber meine Güte. Blaue Chemikalie. Okay. Hm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alles klar. Das sind 7 Chemikalien, aber er hat hier nur 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück aufgezählt. Ah, okay. Nehmen wir nochmal blau. Dann nehmen wir orange. Nee. Würde ich sagen, nehmen wir durchsichtig. No, something isn't right. I need to start the reaction. Wir ziehen das jetzt durch, liebe Freunde. Und ich mache nicht Leertaste. Blau waren wir irgendwie schon richtig. Blau, und dann war das, haben wir grün gemacht. Dann durchsichtig. Dann orange. Dann würde ich sagen, nochmal blau. Oder? No, something isn't right. I need to start the reaction. Okay.
Will er mich verarschen? Okay, nochmal. Blau. Dann hatten wir grün genommen. Dann hatten wir die genommen. Es ist jetzt so ein bisschen Try and Error. Wir haben jetzt nochmal eine blaue, eine orangene und eine durchsichtige. So, wir machen jetzt mal eine orangene rein. No, something isn't right. I need to start the reaction from the beginning again. Hä? Es wird gecuttet. Ah, okay. Und weiter. Okay, dann versuchen wir es nochmal. Gut, dann nehmen wir mal blau. Weil lustigerweise ist mir aufgefallen, es sind hier nur 6 Dinger. Die Anfangsfarbe muss blau sein. Das bedeutet... Ich meine, jetzt ist es ja wieder blau, ne? Und dann 1, 2, 3, 4, 5. Oder... Moment. Die Anfangsfarbe muss blau sein. Dann muss es orange sein? Ich meine, es muss ja orange bleiben, ne? Ah! Wir haben's. Oh. Okay. Done. Now I can proceed further. Wenn's mal so einfach wäre. Let us see if the content of this letter sheds a little light upon the mystery. Achso, ah, okay. Tüdel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 ü
Zop. I did as you asked and hid them well. Interesting. How would Hurtley react to this? Ich habe sie gut versteckt, wie du mir, wie du mich gebeten hast. Aber ich bitte dich, überlege es dir. Und erinnere dich an unseren Schwur. Ich habe nichts Ehrloses getan, für das du mich. Okay. Dann würde ich mal sagen. Oh, wir haben einen Herleitungspunkt. Liam Hurtleys Brief. Ich habe sie gut versteckt, aber ich bitte dich. Überlege es dir. Fehlende Wertpapiere? Nein. Kein Gärtner? Nee, auch nicht. Es könnte eigentlich auf die Blechkiste hinleiten. Oder hinweisen. Fehlende Blechkiste und, Zufall, Try and Error, mal wieder. Gestohlene Wertpapiere. Die, in der gestohlenen Kiste befanden sich die kostbaren Wertpapiere. Ah! Jetzt gibt's hier so einen Knotenpunkt. Alles klar. Nelligans Motiv. Möglicherweise wurde John Nelligan dabei ertappt, wie er Wertpapiere stahl. Das wäre ein Motiv für ihn, den schwarzen Peter zu töten. Ist ein Opfer an der Umstände. Er entspricht weder der äußeren noch vom psychologischen her dem Profil des Mörders. Das glaube ich nämlich auch. Er hat nach den Wertpapieren gesucht, aber sie wurden gestohlen. Und er hat versucht herauszufinden. Entschuldigung, ich kann gerade nicht reden. Er hat versucht herauszufinden, wie sie verschwunden sind. Alles klar, dann würde ich mal sagen, fahren wir mal wieder zum Yard. Jo. Und schauen mal, ob der gute Mr. Hurtley uns etwas zu sagen hat. Gut, Liam. Please escort this suspect for interrogation. So. Was haben Sie versteckt? So tell me, Mr. Hurtley, what did you hide? Hide? What are you talking about? Hurtleys Stiefel, der Brief. Es geht um den Brief. I did as you asked and hid them well. Should I continue? My letter? But the ink? That's impossible. A touch of chemistry, nothing special. Well, you're a smart one. But it's nothing. If you want to know, I was referring to my tools. It was to do with my work, see? I will check that, Mr. Hurtley. That's all for now. Haben wir, ich glaube, bei ihm haben wir nichts mehr zu reden, oder? Sekunde, ich guck mal nach. Wir müssen die Stiefel noch verwenden, genau. Da müssen wir nach Hurtman's Lee. So, und er sagte ja, er hätte seine Werkzeuge, hätte er versteckt. Dem glauben wir natürlich nicht. Und darum gehen wir mal nach Woodmansley. Und vergleichen mal den Stiefelabdruck mit dem Stiefel von Liam Hurtley. Und sie passen. These boots match the footprints exactly. Yeah, because these boots are made for walking. Alles klar, wir haben wieder einen neuen Herleitungspunkt. Hurtleys Stiefelabdrücke. Aber sie haben keinen Gärtner.
Okay, können wir sonst noch einen Hinweis? Hurtleys Brief? Carrie braucht nicht. Nein. Gut, dann brauchen wir noch mehr Hinweise. Ungeklärte Anwesenheit. Leben Hurtleys Stiefel passt perfekt zu den Abdrücken im Garten von Woodmansley. Was beweist, dass er dort gewesen ist? Doch Judith Carey behauptet, es gäbe keinen Gärtner in Woodmansley. Ah, alles klar, gute Judith. Wir müssen mal miteinander reden. Hatten Sie etwa ein Verhältnis, junge Dame? Na gut, was heißt jung, aber hatten Sie ein Verhältnis? Wo waren Sie gestern zwischen 12 und Mitternacht? Okay. Liam Hurtley, befragen wir Sie mal. Does the name Liam Hurtley mean anything to you? No, I don't know anyone by that name. Thank you, madam. Die lügt doch wie gedruckt. Weißt du, hier, die Kohlmeise? Er hatte eine Kohlmeise auf seinem Dingens. Who could do? Alles klar. Dürfen wir hier ran? Locked. Doof. Okay. Sie verschweigt uns etwas. Das ist so klar wie das Abend in der Küche. Wir werden mal weiter investigieren. Nelligans Unschuld. Haben wir hier was? Nein. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal wieder zurück in die Baker Street, oder? Erfragen. Nein, wir gehen in den Yard. Wir werden mal mit dem guten Liam quatschen. Ob er nicht die gute Mrs. Carey kennt. Vielleicht gibt das ein bisschen Aufschluss darüber. Gut. Please escort this suspect for. Ja. Ich küsse halt mal ein bisschen auf. Woodmansley, guter Mann, waren Sie mal dort? Tell me, Mr. Hurtley, what were you doing at Woodmansley? Woodmansley? I've never been there. Aber ihre Stiefel passen dahin. The second pair of boots that you had with you when you were arrested perfectly match the footprints found near the cabin where Peter Carey was murdered. Footprints? That's your proof? How many men have boots like mine? That doesn't make me a murderer. Aber sie waren dort. Now that your presence at Woodmansley has been proven, would you care to explain it? I don't remember. What would I be doing there anyway? Pflichtergarten. Ein Ring mit Gravur, Tabakbeutel. Sie sind Gärtner? Because you are the gardener at Woodmansley. I'm not. How did you? I observed your hands. They told me that you work with the earth. Small fragments of plants snagged to your trousers indicate that you were mowing very recently. But the most obvious clue presented itself in the bird embroidered on your handkerchief. A crested tit, if I'm not mistaken. All right, you got me. Yes, I am a gardener, and I went there to get my tools. That's all for now. Hurtley's stories are false leads, but now I know one thing for certain. I must examine the site where the garden tools are kept at Woodmansley. Okay. Dann würde ich doch mal sagen, fahren wir nochmal nach Woodmansley. Es hat keiner gesagt, dass es ein einfacher Fall wird. Und er ist total. Der ist ziemlich verstrickt. Gut. Dann fragen wir nochmal die Dame. Wir haben jemanden
Gute Frau, wir haben noch jemanden geschnappt, der hier arbeitet. Zugang zum Gartenwerkzeug. Madam, we have information that the valuable stolen papers are hidden amongst the garden tools here at Woodman's Lee. We need to find them. Oh my. Our tools are kept inside the shed that's right behind me. Here is the key to open it. Okay, thank you, madam. Genau, vielen Dank, die Dame. Dann gucken wir mal nach. Kleiner Schlüssel. Tada! Let's see what could be hidden here. Okay, wir haben hier einen Haufen Werkzeuge. Und, irgendwas Verdächtiges? Gehen wir doch mal. Achso, das ist die Personensicht. So können wir noch Fragen stellen. Alles klar. Okay. Und ich denke mal, die kleine Holzplanke hier. Schuppenboden. Holzboden. Loses Brett. Tada! Loses Brett öffnen. Sekunde. Hoppala, da ging das Telefon los. Okay, liebe Freunde, ich muss sowieso beenden. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, gebt mir einen Daumen hoch, wenn ihr Bock habt. Ansonsten eben halt nicht. Ist ja wie immer euch überlassen. Und bis demnächst. Ciao, ciao. Euer Gary. Tschüss.